Gute Deutschkenntnisse, den Mittelschulabschluss in der Tasche, erfolgreiche Praktika und die Aussicht auf einen Arbeitsplatz. Man könnte meinen, Abdullahi hat es geschafft. Weit gefehlt, denn in Deutschland ist er wegen fehlender Dokumente nur geduldet. Deshalb zwar nicht abschiebbar, aber eine Arbeitserlaubnis wollen ihm die Behörden auch nicht ausstellen. Trotz Wille. Eine Zwickmühle für den 24-Jährigen aus Freetown in Sierra Leone. Die Zukunft für Germany, wir wollen hier bleiben und ich wollte auch eine Ausbildung, wenn ich habe einen Ausbildungsplatz zu bekommen und ich glaube, ich schaffe das und wenn ich habe Ausbildungsplatz und ich glaube, das ist auch gut für mich, aber nur die Probleme ist mit der Ausländerbehörde, um den Erlaubnis zu geben. Gerade weil Abdullahi bereits Leistungen zur Integration erbracht hat und jetzt auch noch einen chronisch unterbesetzten Pflegeberuf ergreifen will, unterstützt ihn Anwältin Ronja Korell nachdrücklich. Ich bemühe mich im Moment, weil ich ihn wirklich geeignet halte für den deutschen Arbeitsmarkt, dass wir mit dem Moment, wo ich dann wirklich ein konkretes Arbeitsverhältnis habe, würde ich wirklich gerne auf die Ausländerbehörde dann auch nochmal zugehen, um die Arbeitserlaubnis zu beantragen und zu sehen, dass wir ihn in den Arbeitsmarkt integrieren. Eine Petition schützt Abdullahi vor einer Abschiebung aus Deutschland. Der Petitionsausschuss im Landtag hat diesbezüglich im November vergangenen Jahres das Innenministerium um Stellungnahme gebeten. Die ist bei den Landtagsabgeordneten noch nicht eingegangen. Auch uns verweigerte das Innenministerium ein Interview dazu. Derzeit lebt Abdullahi in einer Gemeinschaftsunterkunft in Landshut. Da will er endlich raus, eigenständig sein. Wir sind immer zu Hause. Wir machen gar nichts und wir wollen auch nicht zu Hause bleiben, weil es ist ganz, ganz schwierig, wenn jeden Tag bleibst du zu Hause und machst du gar nichts. Wir wollen auch etwas machen. Seit über 30 Jahren gibt es SAP in München. Seit 2017 berät der Verein auch homosexuelle Flüchtlinge. Das ist so ein Teufelskreis. Sie bleiben in ihren Zimmern, in ihren Unterkünften, sie werden depressiv. Alle psychischen Probleme, die irgendwie vielleicht aus dem Heimatland von der Reise sie mitbringen, ja, sie werden natürlich noch spürbarer und genau so kommen sie auch zu uns in Beratung. Für Abdullahis Unterstützer ist es nur schwer zu begreifen, warum eine willige junge Arbeitskraft wie Abdullahi nicht toleriert werde. Schließlich wolle er sein Leben selbst in die Hand nehmen und dem Staat nicht zur Last fallen.